Urban-Climate Bern ist ein Forschungsprojekt von Uni Bern. In diesem Forschungsprojekt vermessen wir eigentlich das Stadtklima von Bern. Wir arbeiten jetzt neu mit der Stadt als Partner zusammen, weil sie sind interessiert an diesen Daten. Die Messdaten helfen der Stadt Bern, sich zukünftig auf den Klimawandel auszurichten. Wir sind an der Forschung und an den Temperaturdaten interessiert, weil wir das Energiesystem für die Stadt entwickeln. Das Energiesystem besteht aus Produktionsanlagen, aus Verteilanlagen. Und das ist eine Infrastruktur, die auf einen Zeithorizont von 50 bis 80 Jahren ausgelegt wird. Das heisst, du musst gut wissen, was du heute machst, dass das auch in 50 bis 80 Jahren noch funktioniert. Die ganze Geschichte im Klimawandel, die Hitzeinseln, heisse Tage, heisse Nächte, spielt eine grosse Rolle in der Energieversorgung. Und wir probieren, die Auslegung des Energiesystems auf den Klimawandel auszurichten. In der Schweiz spürt man den Klimawandel, ist dort ausgesprochen. Ein typisches Beispiel dafür die Tropennächte, also sehr warme Nächte. Das ist eigentlich ein Phänomen, das bis vor ein paar Jahren in der Schweiz eigentlich gar nicht gegeben hat, auch nördlich von den Alpen. Und jetzt merkt man plötzlich, in den letzten paar Jahren haben wir immer mehr davon aufgezeichnet. Und wenn man in der Stadt selber schaut, also zum Beispiel bei der Messstation in der Altstadt, dort hat man pro Jahr fast 10 Tropennächte. Und das ist echt ein Phänomen, das sehr wichtig ist, weil der Körper sich in der Nacht erholen sollte, vor allem während der heissen Phase. Und darum ist es so wichtig, dass wir hier Forschung liefern, damit man genauso neue Probleme auch für die Schweiz und für Bern angehen kann. Wir waren klassischerweise bis jetzt eine Versorgung für Strom und Wärme. Und durch kommt das Thema Kälte auf uns zu. Mit der Erwärmung der Stadt, die Stadt ist eine Hitzeinsel, braucht es automatisch mehr Energie für Kälte. Gerade in Gebäuden, wo vielleicht vulnerable Personen beherbergen, das können Spitäler, können Altersheime sein, dort gibt es zunehmenden Bedarf für Kälte. Der Bahnhof hat sehr grossen Kältebedarf, die haben auch heute schon grosse Kältemaschinen. Wir wollen ökologische Energie bereitstellen. Und das heisst auch, wir probieren Klima- und Kälteenergie auch mit ökologischer Energie zu liefern. Beispielsweise aus kühlem Grundwasser. Das kann heissen, dass man probiert, das Aarewasser zu nutzen. Und wir prüfen jetzt, ob wir an geeigneten Stellen Aarewasser entnehmen können und das in ein Leitungsnetz in die Stadt führen, dass nachher an den Ort, wo Kälte gebraucht wird, das Aarewasser für die Klimatisierung gebraucht werden kann. Die Stadt Bern reagiert auf den Klimawandel und die steigenden Temperaturen und dann versucht, gewisse Standorte, wenn möglich, zu entsiegeln oder zu begrünen. Und wir wollen überprüfen, ob es tatsächlich durch solche Massnahmen kühler wird.